Ich bin der wahre Herrscher der Galaxieaugen. Oh mein Gott, das ist so passend. Ich habe den Hintergrund von Yu-Gi-Oh! Edo Pro geändert zu so einem lila Sternen-Universum. Und das passt so gut, weil wir jetzt Galaxy Eyes spielen. Yeah! Und ich bin Kai, ich bin auf der guten Seite und ich bin ziemlich cool, habe ich gehört. Ich bin bizarr. Ich bin der wahre Herrscher der Galaxieaugen und ich bin böse. Nachzumachen. Du machst mich ja sogar bei meinen Handzeichen nach. Nein. Ich weiß gar nicht, wie ich first gehen will mit dem Deck. Egal, let's go. Das Deck hat sich so jemand gewünscht. Ich blende den Kommentar ein. Oh Gott, das Havlat. Will ich das machen? Das könnte halt potenziell echt scheiße sein, je nachdem, ob ich was Gutes nachts. Crusher! Mach mal erstmal ganz entspannt. Okay. Beatstick. Hi. Und eine Backrow. Ich mach erstmal Trade-In. Ist okay für mich. Also muss ich noch mal kurz lesen hier, ne? Mach das. Okay, ja. Was kanntest du noch mal? Ich muss auch mal meine eine Karte lesen, die ist ein bisschen komplizierter irgendwie. Bei mir auch. Levels equal. Das dauert mir zu lange! Ich könnte es jetzt natürlich einfach über Umwege das hier machen und dann den. Interessant. Ich werde einfach mal ihn beschwören. Was macht er denn? While your opponent has four or less cards in their hand, habe ich. Das Ganze ist unter your control. Ist so, your opponent cannot declare an attack. Okay, once per turn, if you control level 8, Dragon Monster, you can make this card. Ah, ich verstehe. Ja, das heißt, ich mache es jetzt einfach mal so und warte erstmal ab, weil du kannst dir eh nicht angreifen. Tja. Das ist wohl wahr. Erstmal nur mal sicher hier. Crusher! Dann holen wir uns dann noch einen zweiten Crusher. Ich sehe schon, sehr aggressiv heute bist du drauf, Kite. Also kenne ich dich, du aggressiver Typ. Ich rufe als Exis-Beschwörung Sternenlehns Herr Galaxion aufs Feld! Interessant! Dann. Exis-Beschwörung, yeah. Starleech Lord Galaxion. Der ist ja nicht mal ein Galaxie-Augen-Monster. Der ist Galaxion. Ja, du beschmutzt den Namen Galaxieaugen. So, jetzt lege ich zwei Materialien von dem ab. Und weißt du, was ich dann machen darf? Was denn? Special Summon, mein Bossmonster! Ich aktiviere Galaxions Spezialeffekt! Wenn ich zwei Exis-Materialien abhänge, kann ich ein Monster aufs Feld rufen, das wilder ist als eine Supernova. Mit der verhängnisvollen, geballten Kraft von 10 schwarzen Löchern eine Kosmosplage, die alles, was ihr in den Weg kommt, verdampfen lässt! Ha! Erscheine, Galaxieaugen-Photondrache! Die Kopie. Wie jetzt die Kopie? Ich bin original. Nein, ich habe den wahren Galaxieaugen-König. So, und weißt du, was ich jetzt mit deinem Monster mache? Was kann der eigentlich? Du kannst den nicht angreifen. If this card battles an opponent's monster, quick effect, you can target that opponent's monster. Banish both this card from the target. Ja, aber nur, wenn du ihn angreifst. Okay. Ja, nee. Auf jeden Fall mache ich erstmal Book of Moon, weil dann geht mich der Effekt weg. Dann kann ich auch angreifen. Langweilig. Ja. Ich fand den Plan super. Und 3000 direkter Angriff mit Galaxy Eyes, Photo und Dragon. Aua. Yeah. Frisst das. Gut, dann muss ich das halt einfach machen. Das ist... Du wurdest gekitet. Witzig. Das ist nicht das, was ich haben will gerade. So. Kein Herz der Karten? Nee. Am Anfang war es ganz okay, aber das ist halt so... Ich bin gespannt. So. Wir machen es mal so. Was kannst du? Aha. Interessant. Ich spiele den Galaxy Wizard. Bist du ein Zauberer? Ja, ich bin ein Zauberer. Der hat ja null. Ist okay.
Ich möchte ihn gerne selbst tributen, um ihn in der Galaxy-Karte zu nehmen. Welcher ist denn cool? Interessant. Das müsste funktionieren. Ich glaube, das ist die beste. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den neuen Background findet. Ich finde, jetzt wirkt das Spielfeld ein bisschen übersichtlicher. Ich mag's. Ich bin sehr gespannt, weil ich sehe es ja nicht. Stimmt. Ich hole mir die Galaxie-Expedition. Ja, ganz normal. Und weil ich ein Level 5 oder höher Photon bzw. Galaxy-Monster kontrolliere, darf ich jetzt noch ein zweites dazu holen. Verdammt. Die haben beide keinen. Ist mir egal, wenn ich nehme. Hauptsache, ich habe zwei Achter auf dem Feld, weil weißt du, was das bedeutet? Er will einen über das Achter. Überlagerungsnetzwerk bilden. Überlagern sich zu. Nummer 62, Galaxy Eyes Prime Photon Dragon. Was kann der eigentlich? Das ist krass. ATK, Equal to the Combined Ranks, for Xyz Monster Chrono of Monster Art. Okay. Finde ich gut. Doing that damage. Achso, if this card is in the zone, it's destroyed, bla bla. Ah ja, schön, schön. Oh, and double its ATK. Okay. Crazy shit. Machen wir erstmal das. Aua. Und dann greifen wir an, aktivieren den Effekt. Und kriegen ganz viele Angriffspunkte dazu. Ja, Mann. 6400. Ja, okay. Gut, ich hatte eine Scheiße. Ich hätte im Early Game meinen Xyz Monster holen können, aber es hätte nicht so viel gebracht. I see. Ist das Ding nicht schon wieder? Na gut, das geht theoretisch. Das geht, sagt er. Das geht. Ist nicht optimal, weil ich mal Karten ziehen könnte stattdessen, aber es geht. Die ist gut auf der Starthand. Ich will Control Monster, Special Summon. Dann darfst du die Runde aber auch nicht mehr Normal sammeln. Das ist okay. Der ist schon wieder. Der Zauberer der Zeit. Ich kann jetzt nicht mehr Normal sammeln. Ich kann nur noch Special sammeln. Schau mal. Okay. Nee, das bringt gar nichts dann. Weiß nicht, ob das klug war. Ich glaube, so ziemlich scheiße. Ja, genauso scheiße wie dein Deck, Kite. Nein, sag sowas nicht. Ja, das war nicht so schlau. Und dann hole ich ihn wieder. Crazy Tactics. Ich verstehe die Aggressposition. Okay. Aber er kann seine Effekte nicht aktivieren. Will nicht, dass sein Death beschworen wird. Ich will ihn in Angriff haben. Ich dachte, irgendwie, die Galaxy Wizard ist Full-Combo, aber ich glaube, dafür braucht man andere Karten. Ja gut, da du kein krasses Monster auf dem Feld hast, muss ich jetzt das hier machen. Verzieh dich. Okay, was machst du? Okay, was hättest du gemacht, wenn ich ein krasses Monster auf dem Feld gehabt hätte? Dann hätte ich jetzt mein Bossmonster geholt. Ah, der Schwarzschild Limit Dragon. Warum heißt der nicht Black Shield, sondern Schwarzschild? Weil Japaner die schwarze Sprache sehr mögen. Ja, aber es ist doch Englisch. Ja, aber sie machen Cyber Dragon 1, 2 und 3 heißen ja auch 1, 2 und 3 einfach so. True. Ich spiele jetzt einfach meinen Radius, den Halbmonddrachen und greife deinen Galaxy Wizard an. Haha! Das war natürlich alles ein Bait, wusste ich vorher. Guck mal, ich habe eine Karte, die ich aktivieren kann. Lol. What? Imagine, ich hätte das so machen wollen. Eine Galaxy Monster Control zeigt was? Das Problem ist, dass ich hier nicht Stufe 8 machen konnte. Das ist auch gut so. Das heißt, ich hätte doch nicht Ich hätte ihn nicht tributen sollen, sondern ich hätte ihn auf Stufe 8 machen sollen, aber in Verteidigung liegen lassen. Und dann hätte ich das machen können und dann hätte ich mit den zwei Achtern direkt was machen können. Der kann immer noch nicht seinen Effekt aktivieren. Ich dachte irgendwie bis zum Ende des Spielzugs vielleicht nur oder so. Nö, er kann seinen Effekt nicht aktivieren durch die Zauberkarte. Das ist natürlich schade. Ich würde wirklich gerne mein Bossmonster rausholen, aber es kommt noch. Du wirst es noch sehen und dann wirst du Angst haben und dir in die Hose pinkeln. Okay. Das gefällt mir aber nicht. Ich mag meine Hose trocken. Hast du keine frischen Unterhosen dabei? Natürlich nicht.
Ich habe immer genug Yu-Gi-Oh-Spieler dabei. Okay. Was kann der? Aha, die kann sich specialen. Also der geht auf jeden Fall schon mal Def. Och man, das nervt mich jetzt. Ah, wait! Ich bin dumm. Guck mal, ich habe doch 2 Vierer. Crusher! 2 Vierer ist doch immer gewonnen. Immer instant gewonnen. Kann gleich aufgeben. Warum kann ich jetzt nicht den anderen holen? Hä? Was braucht der denn? Der andere. Ach, der braucht Phantommonster und der andere ist ein Galaxy. Nein! Okay, hole ich dann den trotzdem den anderen holen, den ich können kann? Keine Ahnung. Aha. Bin kein Galaxy als Player. Also bin ich schon, aber nicht in echt. Okay, ja, ich mach das einfach mal. Ich hole... Mit diesen beiden Monstern bilde ich das Überlagerungsnetzwerk und rufe als Exis-Beschwörung Stern-Vasal-Paladynamo aufs Feld. Starleech Paladynamo. Ah ja, der ist cool. Aber ich aktiviere seinen Effekt nicht, weil der wäre useless. Ich greife einfach an. Wieso useless? Du kannst meine Dekazo-Null machen. Ja, das spare ich mir doch für irgendwas anderes auf. Ich muss da 2 Materialien abhängen. Okay, okay. Ja. Entschuldigung. Alles gut. Sag mal! Wie, du hast wieder Buch des Mondes. Du weißt schon, dass ich... Ah, nee, ich kann den Effekt nicht aktivieren, weil du nur Angriffspunkte hast. Ja. Wow. Change its etiquette to 0. And if you do, it has its etiquette. Die werden nicht zu 0. Die bleiben. Das heißt, er kann keine Nuller negieren. Das ist ja traurig. Ja, wirklich. Das ist sehr funny. Ja, wenn ich nicht angreifen kann, dann kann ich auch seinen Effekt aktivieren. Das ist dann auch egal. Schade. Dann sagen wir erstmal ein Dev. If your opponent has 4 or less cards in their hand. Ich kann den holen, aber das bringt mir nichts. Mann, Mann, Mann. Warte mal. Galaxy. Sei froh, dass ich nicht Meta spiele. Die ganzen Meta-Decks haben gerade immer 20 Karten auf der Hand. Ja. Übrigens übertrieben. Verstehe. Ich muss kurz lesen. Moment. Alles gut, ich unterhalte das Publikum. Oder so. Ich meine, das könnte ich machen. Das kann ich mir noch aufheben. Ich habe ja die Karte hier. Nee, das hebe ich mir auf. Oder er wartet damit noch. Oh. Warte, ich muss den... Ist ja nervig. Naja, egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall mein Book of Moon. Das reicht ja. Ja, ist okay. Ich kann das dann nächste Runde machen. Ein Griff. Und 1000 direkt. Oh nein. Das ist voll dumm. Wenn er seinen Angriff doppelt, dann kann er nicht angreifen. Ja, das wäre ja auch so. Das ist halt wirklich nur dafür da, dass man den für den 2000er halt benutzen kann. Spezialbeschwörung. Oh Jemini. Wiedergeburt. Oh Jemini. Alles gut. Ich hab ja, das passt schon. Ich hol mir den hier. Und jetzt. Kannst du seinen Effekt aktivieren, auch Stufe zu 8 machen, ja. Hier ist der Dragon Effect. Wieso geht das jetzt nicht? Ach, weil das andere kein Dragon Type ist. Doch, ist es. Hä? Hey, wieso darf ich meine Xyz Monster nicht holen? Du musst erstmal noch Helios Pferd zu Level 8 machen. Ich will Level 4 machen! Aber der andere ist Stufe 8, du hast ihn doch gespecialt. Nein! You can special summon this card from hand and if you do, this card becomes Level 8. Nein! Der wird zu Level 8. Oh nein, ich bin dumm. Dann hätte ich ja doch deinen dummen Tyranno holen können. Hey, du kannst doch jetzt auch Stufe 8 machen. Ach ja. Ja, das mache ich ja die ganze Zeit. Oh, okay, sorry, Brainlag, okay. Let's go! Mit diesen beiden Monstern bilde ich das Überlagerungsnetzwerk. Ich rufe als Exis-Beschwörung Nummer 107 Galaxie-Augen-Tachyomendrache aufs Feld. Hey. Nummer 107. Ich wollte die ganze Zeit meinen Rang 4er holen und war so richtig pissig. Angriff! So, was kannst du denn? Once per battle phase, you can detach one material from this card, negates the effects of all other face up cards currently on the field, also the attack at death becomes the original, okay. If you activate this effect, each channel opponent's effects, dann bekommt er. Ja, klar, let's go. Hängen wir den ab. Und immer wenn du jetzt irgendwas aktivierst, bekommt er 1000 ATK. Let's go!
Ja, er kann gerne 1000 ATK bekommen, ich möchte aber seinen Angriff gerne annullieren. Ha, niemals. Tarion-Transfiguration. Ins Deck geschaffelt. Darf ich eine Karte ziehen? Oh, und ich darf nochmal angreifen. Dann möchte ich diesmal aber bitte annullieren. Oh, je mehr Karten aktivierst, desto krasser wird mein Monster. Ach, guck mal, meins hat jetzt auch ein bisschen Angriffspunkte bekommen. Ja, aber ich habe die jetzt seine Angriffspunkte wieder. Und außerdem habe ich noch das hier. Und damit hole ich mir. Du hast keine Chance. Ich habe die krasseste Backrow überhaupt. Du kannst nichts tun gegen den wahren Herrscher der Galaxieaugen. Der genau weiß, wie sein Deck funktioniert. Ich könnte, wenn der Effekt von meinem Chargeman gerade nicht annulliert wäre, könnte ich den jetzt auf 10.000 boosten. Er könnte zwar nicht angreifen, aber er hätte 10.000 Angriffspunkte. Das wäre ziemlich crazy. Aber wenn ich angreife, wäre die ATK deiner Monster eh wieder normalisiert. Also, pff. Geht. Also, ich kann aber angreifen mit dem 5.000. Ne? Du kannst angreifen. Aber willst du das? Ja. Ha, warum kann der andere nicht angreifen? Du Idiot. Du hast meine Fallenkarte aktiviert. Okay. Oh! Ja. Kein Problem, ich habe noch den hier. So, und diesmal habe ich dazugelernt. Das heißt, ich lese mir meine Karten nochmal genau durch und gucke, ob irgendwas besser ist. Danke übrigens, dass du mir vorhin gesagt hast, dass ich jetzt Level 8 machen kann. Fünfmal. Ja. Beim fünften Mal habe ich es verstanden. Mach doch nichts. Dafür bin ich doch da. Danke, Kai. Next Buddy. Next Buddy. Increase its level by 8. Yeah. Cool, ne? Ja. Warface, Effekt. Was, sie hat noch mehr? Na klar, er kommt einfach wieder. Was? Aber dafür ziehe ich Broken. Nichts. Let's go. Meine Nummer 107 lässt mich niemals im Stich. Nummer 107, doch das ist nicht genug. Nummer 107, Neo-Galaxie-Augen, Tarion-Drache. Okay. Hat die irgendeine Einschränkung? Nö. Cool. Achso, to activate this card, you must draw it for your normal draw in your draw phase. Reveal it and keep it revealed until the start of main. Ja, und ich darf sie nur einmal runter aktivieren. Boah. Du kleiner Noob, Kite. Jetzt sehen wir nochmal gleich, wer der kleine Noob ist. Scheinbar willst du ja nicht first gehen, deswegen lasse ich dich jetzt mal first gehen. So. Outplayed habe ich dich. Dann gehe ich halt first. Ist auch okay. Ja. So, was kannst du? Der war scheiße, glaube ich. Will ich das machen? Es gab irgendeinen krassen Stufe 8 Drachen, den ich mir suchen kann mit dem. Na dann. Dann mache ich das doch mal. Ich weiß nicht mehr welchen, aber machen wir einfach. So, schmeißen wir den mal weg. So, welcher war das denn? Warst du das? Tja, wahrscheinlich, weil die anderen alle scheiße sind. Okay. Ach so, das war die Einschränkung da, okay. Star Leech. Habe ich nicht ein Star Leech Xyz Monster? Ja! Ja, wahrscheinlich passen die deswegen zusammen. Ja. Wo ist mein Star Leech Cypher? Wo ist meine Zahlungsname? Warum hat dein Deck die besseren generischen Karten? Weil mein Deck weniger konstant ist. Ja, das stimmt. Okay, okay. Hast du noch einen Achter? Ja, ja. Allerdings warte ich jetzt erstmal noch. Okay. Ich wusste nicht mehr genau, was er kann. Und er ist gerade nicht so gut. Und deiner ist irgendwie stärker. Das ist doof. So, wie kriege ich jetzt noch ein zweites Photonenmonster aufs Feld? Das ist die Frage. Ich probiere das nochmal mit dem hier. Irgendwie muss man doch mit dem an ein zweites Photonmonster kommen, oder? Ich weiß es nicht. Gibt es
es irgendeine Galaxiekarte, die mir jetzt ein Phantommonster aufs Feld gibt? Ja, die Zauberkarte, die hast du ja vorhin schon aktiviert. Die dir aber das geht alles nur, wenn ich Level 5 oder höher Photon oder Galaxiemonster kontrolliere. So. Ja. Damit kann ich nur ihn selber wiederholen. Und der bringt mir auch nichts. Nee, es funktioniert einfach nicht. Ist einfach keine Combo. Egal, der ist auch alleine gut auf dem Feld. Dann kann er wenigstens angreifen. Battleface! Tyranno. Nein, greif nicht meinen Starleech an. Aua. Doch. Wahrscheinlich wolltest du das sogar, damit du jetzt seinen Friedhofseffekt aktivieren kannst. Das ist tatsächlich in Ordnung, ja. Ich kann ihn jetzt von meinem Friedhof verbannen und hol mir einfach meinen Spiraldrachen wieder. Hui. Hui. Dann aktiviere ich den Effekt von meinem Nebula Dragon und zeige dir meinen Spiraldrachen. Und darf sie beide spezial beschwören. Oh, Jemini. Dann mache ich eine Xyz-Beschwörung. Ui. Und dann aktiviere ich Galactic Charity. Und schmeiße meinen Radius ab, um 2 Karten zu ziehen. Okay. Verdammt. Das ist jetzt doof. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe den Rank Up Magic des Seventh One gezogen. Oh! Das heißt, ich darf ihn. Ach Mann, ich hätte ihn in 2 Runden gezogen. Oh, das ist bitter. Das ist ein bisschen Anti-Synergy, aber das ist okay. Gut, tote Karte. Machen wir das Spiel. Wie heißt die Karte? Die Nachladen. Ich bin gerade nicht sicher. Ich glaube, die spielt. Ja, das funktioniert, glaube ich. Wir spielen nochmal den Wizard. Machen ihn zu Stufe 8. Ja. Und du bist dran. Okay. Aber jetzt ist er wieder Stufe 4. Das heißt, wenn ich dich jetzt angreife und dein Tyranno von der Hand kommt, kannst du keine Xyz-Beschwörung machen. Warum ist das denn bis zum Ende von meinem Zug? Weil ich lesen kann. Warum ist die Karte denn so scheiße? Ja, gute Frage. Oh Mann. Let's go. Effekt. Abwerfen. Ich hatte immer das Gefühl, dass diese Galaxy Wizard Karte so die Keykarte in diesem Galaxy IDEX war. Ja, aber ja, scheinbar ist sie fehlt auch, dazu aber was anderes. Aber Kite hat halt nicht alle Galaxy Karten. Ja, scheinbar ist die nur krass, wenn man noch andere Galaxy Karten hat. Oder jo. Photon oder. Nee, Galaxy. Es muss ja eine Galaxy sein, weil man findet sich ja eine Galaxy Karte. Aber du kannst trotzdem deinen Tyranno holen. Nee, der holt sich ja einen Dev und hat der 0 und der hat auch 0 Dev. Das bringt nicht so viel. Oh, das bringt leider nicht so viel. Der wahre Herrscher der Galaxie-Augen. Mal gucken. Ich habe noch eine Idee. Mhm. Mhm. Deine Idee ist scheiße. Sagst du. Sag ich. Denn ich beschwöre. Damit bilde ich das Überlagerungsnetzwerk und rufe als Xyz-Beschwörung Galaxie-Tarnkappendrache aufs Feld. Galaxy Stealth Dragon. Und aktiviere seinen Effekt. Ich hänge ein Material von ihm ab und darf ein Drachenmonster von meiner Hand spezial beschwören. Okay, cool. Dann aktiviere ich den Effekt von Starleech im Friedhof und hole mir Parsec wieder auf die Hand. Den werde ich jetzt wegschmeißen, um 2 Karten zu ziehen. Da ist sehr viel Card Draw drin, dafür, dass du diese The Seventh spielst. Ach, scheiß drauf. Und dann aktiviere ich Rangsteigungszauber Marianakraft. Komm hervor, Chaos Nummer 107, Neo-Galaxie-Augen-Tachyonen-Drache! Okay. Let's go! Was kann die? Negates effect of all of the face-up cards currently on the field, also your opponent cannot activate card effect on the field. Boom. Oh, ich kann dreimal angreifen. Ich will dreimal angreifen. Let's go, verzieh durch den Rücken.
Und der darf den wieder auf die Hand nehmen. Das ist ja auch nett. Ja, cool, ne? Gute Sache. Nee, das... Nein. Doch, du darfst nichts mehr aktivieren. Und ich darf dreimal angreifen. Nee, das ist jetzt doof, weil ich wollte eigentlich noch was aktivieren. Oh, das funktioniert, was nicht auf dem Feld ist. Never mind. Lol, Handtrap, boom. What the fuck? Warum funktioniert die von der Hand? Was? Wie viel Kontrolle Galaxy als Tachyon Dragon Monster can activate this card from your hand? Lol. Ja, klar. Ja, nee, ist klar. Oh, ich habe nur 3 Angriffe gegen Monster. Oh! Oh, scheiße. Das war geplant. Sicher, sicher. Nein! Ich hätte gewinnen können. So. Was war ich denn? Flip Effect? Ach, der Special Monster. Flip Effect ist egal, aber er hätte jetzt was specialen können, genau. Oh nein, ich dachte, ich kann einfach so 3 Mal angreifen. Ah. Warum spielen wir diese eine Karte? Welche? Ah, wow, okay. Ich verstehe warum. Puh. Aber das schaffe ich ja nicht. A Message in a Bottle. Man muss 3 Monster mit unterschiedlichem Level im Grave wählen. Das heißt, das mit der Dreier muss dabei sein, ein Vierer und ein Achter. Ja, deswegen habe ich sie gespielt, weil der Dreier ganz nett ist. Und das, die ist auch nur als Bornhof drin. Ja. Schwierig, sage ich. Tja, wie macht man das denn jetzt am besten? Ich krieg die halt nicht. Das ist kein Galaxy-Monster. Das ist alles nicht so gut. Naja, dann halt so. Hoffen, dass du kein Monster ziehst. Ich aktiviere Galactic Charity. Schmeiß eine Karte ab. Oh je. Das ist ein Monster. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel Death dein... Den Book of Moons, du! Ach ja, guck, das ist jetzt... Ja, den anderen kannst du einfach in Angriff legen, oder du machst halt jetzt den Effekt und dann hätte ich Book of Moons nicht mehr aktivieren können. Deswegen muss ich so spielen. Kommt mal wieder auf eure Hand, meine schlechten Level 4er. Angriff! Nummer C107! Ich weiß nicht, ob es irgendeine Karte gibt, die mir hilft. Die war es bestimmt. Ich hoffe. Na, was kommt jetzt noch? Auch ein Effekt im Friedhof. Leute, der kann sich specialen, das ist ja cool. Ich habe einfach meinen Core aktiviert. Achso, aber wenn er jetzt das Feld verlässt, wird er verbannt. you can make all your monsters currently betroy become level 8 until the end of this turn. Ja, das ist ja auch cool. Ja. Alle zu Level 8 werden, Jungs. Dann holen wir noch einen von euch. Oi, Gemini. Jetzt wird's aber schwierig. So, und jetzt aktivierst du auch die Runde nichts mehr. Aber du auch nicht. Ja, das ist egal. Upsa. Denn ich werde dich jetzt finishen. Nein, ich hab den wieder. Ach, wirklich, als ob das funktioniert. Ah. So, der wird jetzt in Death gespecialt. Wait, der kann sich selbst einfach wieder specialen? Aus dem Grave sogar. Das ist ja dumm. Aber der und da steht nicht once per turn. Warte, echt nicht? Wenn es ist, du jetzt helfen. Ach nee, banish it when it leaves the field. Deswegen funktioniert es nicht. Ah, okay. Aber du hast halt noch einen anderen. Okay. Ist egal. Nee, ich dachte nur, dass jetzt quasi der Effekt dann wieder funktioniert. Aber diesmal landet sie ja nicht im Friedhof. Also ich hätte ihn mit sich selbst gerade wiederholen können. Aber die landet dann ja nicht im Friedhof, sondern wird verbannt. Und deswegen ist es kein Infinity Loop. Aha, okay. Okay, okay, okay. Ich dachte gerade schon. So. Wer hilft uns denn jetzt? Jetzt kommt das Comeback. Ich denke mal. Der? Aktivieren. Man denkt immer, es ist er. Hä? Warum kann ich den Effekt nicht aktivieren? Ach, scheiße, ich habe wieder nicht gelesen, dass ich dann keine Normal Summon mehr habe. Ach, aber jetzt kannst du die Galaxie-Expedition aktivieren, weil du Stufe 8 ist. Aber die habe ich ja nicht. Du kannst sie tributieren, dann hast du sie. Ich habe keine Normal Summon. Ja. Ach, Mann. Scheiße. Na,
das ist schwierig. Was sag ich denn noch so? Ich hab den noch. Kann der angreifen? Nein. Nee. Sein Effekt ist auch negiert. Ja, beeindruckend kalt. Ich scheiße, warum steht denn da das von... Ich denke immer, oh Kyle, if you control Numas the special summon, yeah, voll gut. Und dann, you cannot normally summon set after during the turn you activate this card. Ja, dann holen wir uns nochmal den Tarnkappendrachen. Tja. Und der darf mir nochmal einen Drachen aus meiner Hand special. Und dann siehst du den auch mal hier, den Schwarzschild Limit Dragon. Und dann darf ich noch einen machen. Alles klar. Na, wie viele Book of Moods hast du? Schön wär's. Nein, greif einfach an. Oh, ich kann das aktivieren. Hier, kannst du was aktivieren. Avoid the Destruction. Aber dann geht er auch noch auf 0. Ah ja, okay. Wow. Ja, Kite, das war nicht so eindrucksvoll. Die erste Runde war ziemlich krass von dir, da stimme ich zu. Die war gut. Joa. Es hat dann langsam nachgelassen. Ich weiß auch nicht, ich habe mich dann zu sehr auf diesen Galaxy Wizard fokussiert. Ja, obwohl du in der zweiten Runde schon gemerkt hast, dass der nicht so mega... Nee, in der dritten Runde habe ich dann die Galaxy Zero und die andere falsch gelesen. Die Exolite. Egal. Okay. Gut, dann bin ich der wahre Herrscher der Galaxieaugen. Ich denke, das ist jetzt ja klar. Dann ist das halt so. Perfekt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.